Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute gebe ich dir einen genialen Trick an die Hand, mit dem du im Medizinstudium sofort effektiver lernen und dir deinen Lernstoff sofort besser merken kannst. Und zwar kannst du diesen Trick sofort anwenden und du brauchst keinen großen Schnickschnack und musst keine besondere Technik anwenden. Klingt das gut für dich? Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Zuerst einmal die Frage, warum vergessen wir überhaupt Dinge? Warum vergessen wir so viele Dinge, die wir uns doch eigentlich gerne merken möchten? Und zwar liegt es daran, dass wir ja wie einen eingebauten Vergessensmechanismus haben. Und es ist total gut für uns und wichtig für uns, dass wir Dinge vergessen können. Es gibt da nämlich sogar so ein Syndrom, das heißt, glaube ich, HSAM. Da gibt es nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die sich total viel merken, die sich fast jeden Tag ihres Lebens merken und dann auch noch wissen, was sie an dem jeweiligen Tag angehabt haben, was für ein Wetter war und was da passiert ist. Und das ist für diese Menschen ganz schön belastend häufig. Und deshalb ist es was Gutes für uns, dass wir vergessen können. Und wir haben da, wie gesagt, so einen eingebauten Mechanismus. Und jetzt ist es natürlich so, dass sich unser Gehirn irgendwie entscheiden muss, was vergesse ich und was merke ich mir. Und nach welchem Kriterium wird es jetzt entschieden? Und ja, das ist auch wieder evolutionär bedingt. Häufig ist es eben so, dass unser Gehirn entscheidet, sich das zu merken, was überlebenswichtig ist. Weil das ist ja klar, das müssen wir uns merken. Die Dinge, die überlebenswichtig sind, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Wir wollen ja überleben. Also das ist auch so von der Evolution her, wie gesagt, bedingt. Und der Trick, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du jetzt beim Lernen irgendwie dein Gehirn überzeugen musst, dass der Lernstoff, den du jetzt gerade lernen möchtest, dass der überlebenswichtig für dich ist. Versuch also, den Lernstoff, den du lernen möchtest, für dich so wichtig wie möglich zu machen. Stell dir wirklich vor, boah, es ist jetzt, mein Überleben hängt davon ab, dass ich mir das jetzt hier merke. Das kannst du dir einmal kurz vor dem Lernen und auch immer mal wieder während dem Lernen ins Gedächtnis rufen. Oh, es ist so wichtig, dass ich jetzt diesen Lernstoff irgendwie hier reinbekomme, auch wenn es in der Realität vielleicht gar nicht so ist. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt diesen Trick eben verwenden, um dein Gehirn und dein Gedächtnis ein bisschen zu überlisten. Und was du auch machen kannst, ist, dass du dir vor dem Lernen kurz dein Warum überlegst. Warum ist es denn für dich jetzt überlebenswichtig, dir diesen Lernstoff zu merken? Und das kann natürlich auf der einen Seite ein negatives Warum sein. Also du kannst dir zum Beispiel vorstellen, auch wenn es vielleicht, wie gesagt, gar nicht Realität ist, boah, wenn ich mir das jetzt nicht merke, wenn ich mir den Lernstoff da jetzt nicht merke in Anatomie, Biochemie, Physiologie oder Mikrobiologie oder in innere Medizin, wenn ich mir das jetzt nicht merke, dann werde ich durch die Prüfung fallen und dann falle ich vielleicht durch das ganze Medizinstudium und kann mein Studium nicht beenden und dann war alles umsonst die letzten Jahre. Also es ist jetzt mega wichtig, dass ich mir das merke, damit ich dann die Prüfung bestehe. Das wäre eben eher so ein angstgetriebenes Warum. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du dir eher ein positives Warum überlegst. Also zum Beispiel, nur wenn ich mir jetzt diesen Lernstoff merke, dann kann ich später meinen Traum leben. Dann kann ich zum Beispiel Chirurg sein, was schon immer mein Traum war. Oder dann kann ich Kinderärztin werden. Oder ja, warum eben du Medizin studierst, das kannst du dir ja mal überlegen. Was möchtest du später damit machen? Oder vielleicht weißt du es noch nicht so genau, welche Fachrichtung du machen möchtest, weißt aber, oh, du willst Menschen irgendwie helfen, du willst Menschenleben retten. Und dann bläst du dieses Warum, diesen Grund eben so groß auf, dass es für dich und für dein Gehirn überlebenswichtig erscheint, dass du jetzt diesen Lernstoff lernst. Wenn du den jetzt nicht lernst, dann bestehst du diese Prüfung nicht und dann kannst du das Medizinstudium nicht abschließen und dann kannst du nicht deinen Traum leben. Genau, das waren jetzt so ein paar Ideen. Und natürlich kannst du da auch ja, deiner Kreativität freien Lauf lassen, kannst da auch
anders rangehen, dein Gehirn irgendwie auf andere Weise noch überzeugen, dass dieser Lernstoff überlebenswichtig ist. Und ja, ich möchte dich jetzt einfach einladen, probier das mal aus. Das kostet ja so gut wie keine Zeit, keinen Aufwand. Probier das aus das nächste Mal, wenn du was lernst. Und dann schreib mir hier in die Kommentare, wie funktioniert es bei dir? Wie hast du es angewendet? Und ja, ich wäre ganz gespannt, von dir zu lesen. Und wenn du mehr solcher Lerntipps und Tricks haben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal Happy Hippocampus und klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und ich bin gespannt, von dir zu hören. Bis bald. Ciao.